Herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Fallout 4. Wir befinden uns wieder hier am Sendeturm und folgen heute mal dem Signal. Der getrennten Familie. Dies ist eine Aufzeichnung. Die Nachricht wird in 3 Sekunden wiederholt. Conny, liebes, wenn du diese Nachricht hörst, sind die Jungs und ich zu Hause im Bunker in Sicherheit. Ich hoffe, bei dir ist alles okay. Ich würde alles geben, um jetzt bei dir zu sein. Und wir haben einen Dorf-Supermutanten gefunden. Ich kann sie nicht im Stich lassen. Die Jungs lassen dich grüßen. Die alte Miss Chapel auch. Ich liebe dich so sehr. Bitte, komm nach Hause. Dies ist eine Aufzeichnung. Die Nachricht wird in 3 Sekunden wiederholt. Okay. Sind zwar welche nervös, aber die wissen nicht, wo wir sind. Wenn du diese Nachricht hörst, sind die Jungs und ich zu Hause im Bunker in Sicherheit. Ich hoffe, bei dir ist alles okay. Ich würde alles geben, um jetzt bei dir zu sein. Aber die Leute hier bauen auf mich. Ich kann sie nicht im Stich lassen. Okay, ganz ruhig, ganz ruhig. Warum überall Legendäre? Dies ist eine Aufzeichnung. Die Nachricht wird in 3 Sekunden wiederholt. Bonnie, liebes. Diese Nachricht ist, sind die Jungs und ich zu Hause im Bunker in Sicherheit. Ich hoffe, es ist alles okay. Ich würde alles geben, um jetzt bei dir zu sein. Ja. Geh weg! Das war ein Witz. Haben wir beide. Aua. Brenne, Mutant! Hey, Brian. So. Ich kann sie nicht im Stich lassen. Die Jungs lassen mich grüßen. Die alte Miss Chapel auch. Ich liebe dich so sehr. Bitte, komm. So. Müssen erstmal den Kleinen, bevor wir uns mit den Legendären anrichten. Sind das 2 Legendäre? So. Ich hoffe, bei dir ist alles okay. Ich würde alles geben, jetzt bei dir zu sein. Aber die bauen auf mich. Ich kann sie nicht im Stich lassen. Die Jungs lassen mich. Die alte Miss Chapel auf. Aua. So. Wenn du diese Nachricht hörst, sind die Jungs und ich zu Hause in Sicherheit. Ich hoffe, bei dir ist alles okay. Irgendwo war hier noch einer. Alles geben, um jetzt bei dir zu sein, aber die Leute hier bauen auf mich.
Aber erstmal holen wir uns die Sachen von dem Legendären da vorne. Die Jungs lassen dich grüßen. Die alte Wissenschaft. Chameleon. Ich liebe dich. Zinsrüstung, linker Arm. Du bist für den Feind viel schwerer zu entdecken, wenn du schleichst oder dich nicht bewegst. Dies ist eine Aufzeichnung. Die Nachricht wird in 3 Sekunden wiederholt. Bonnie, liebes, wenn du diese Nachricht hörst, sind die Jungs und ich zu Hause. Das waren doch nicht alle, oder? Sicherheit. Ich hoffe, bei dir ist alles okay. Tantenhundefleisch. Ich würde alles geben, um jetzt bei dir zu sein. Aber die Leute hier bauen auf mich. Ich kann sie nicht im Stich lassen. Die Jungs lassen dich grüßen. Die alte Miss Chapel auch. Ich liebe dich so sehr. Hier draußen hatten wir doch noch einen. Bitte. Irgendwo am Weg hatten wir doch noch einen von den Legendären, oder? Dies ist eine Aufzeichnung. Die Nachricht wird in 3 Sekunden wiederholt. Oh, da vorne ist wohl ein Casino oder sowas. So, diese Radio können wir auch ausmachen. Irish White Werft. Okay, eine Werft. So, wir gehen jetzt erstmal die Supermutanten da vorne ausradieren. Auch wenn einer der Legendären irgendwie verschwunden ist, haben wir dort trotzdem eine coole Sündsrüstung bekommen. Scheinwerfer. Stimmt, im Ort haben wir auch schon einige erschossen aus der Ferne. Haben die aber gut zugemacht hier, die Hütte. Oh, da hängt jemand tot über den Gartenzaun. Da ist der andere Legendäre. Scharmützle. Hab ich doch noch einen zweiten gesehen eben? Okay, er hat mich noch nicht gesehen. Nichts gewesen. Lass das. Was? Wird gefunden. Was war das denn? Fuck, wir haben, glaube ich, vor lange nicht gespeichert. Scheiße. Kacke, wieso speichere ich denn nicht? Nein! Nein, wir sind tot! Fuck! Mist! Wieso waren wir denn tot? Wir sind einfach explodiert. Einfach so. Scheiße. Dreck.
Ah, nee, hey, oh. Sehr schön, dass wir vorher hier nochmal hergegangen sind. So, wir versuchen jetzt auch nicht da reinzugehen von hinten. Wir holen uns die Säcke so. Wenn das denn so einfach wäre. Boah. Minimal verstrahlt. Boah. Auf der Mauer, auf der Lauer sitzt ein kleiner Mensch. Oh. Hammer. Na, wenn du weiterhin so blöd bist, dann ist alles okay. Können wir vielleicht noch eine Granate auswählen? Deswegen waren wir auch direkt tot, weil uns der Hammer angegriffen hat. Der Typ hat einen Raketenwerfer in der Hand. Dann lassen wir das Dorf erstmal in Ruhe. Weil der hat einen Totenkopf. Und tötet uns mit einem Schuss. Und hat einen Totenkopf. Scheiße. So eine Pizza. So eine Pizza. Ich habe auch nicht mit gerechnet, so einen Mutanten zu treffen. Aber das passiert mir ständig. Oder uns, wenn wir uns hier irgendwie versuchen, so ein bisschen neu zu orientieren. Neue Sachen zu entdecken und so Sachen halt. Oh, wir sind aber schon ganz schön nah dran unten an der Stadt. Wollen wir es mal versuchen, jetzt dann noch zu der Satellitenstation zu kommen? Das wäre doch mal ein erstrebenswertes Ziel, was wir jetzt sogar vielleicht noch schaffen könnten. Sieht auch gerade alles ganz ruhig aus. Ja, Funknachricht, getrennte Familie verloren. Da rechts ist irgendwo eine Farm. Ich sehe nur Autos. Da vorne ist ein Feuer. Aber so ein offenes Feuer heißt nie was Gutes. County Crossing. Oh, Siedler. Okay, für die hier kann ich wahrscheinlich dann irgendwann mal was tun. Beziehungsweise ich glaube, ich habe die Mission sogar schon. Aber wir wollen jetzt erstmal weiter zur Satellitenstation da vorne. Hey! Geht's wohl zu gut, Turm? So, keine 100 Meter mehr, dann sind wir da. So,
So, Notsignal gefunden. Okay, ein Supermutanten-Doggy. Und Supermutanten. Wieder so ein Selbstmörder-Psycho. Fliege. Wow. Was stimmt denn nicht mit denen? Wieso haben die alle Raketenwerfer und solche Sachen? Ah, fuck, hängen geblieben. Hab ich schon gesagt, dass du bitte sterben sollst? So. Du wirst mich nicht hauen, Kumpel. So. Puh. Na, da kommt noch irgendwas, oder? Oh, Dogmeat ist da. Alles klar. Gut, warum haben wir gerade so überhaupt kein Glück mit den Missionen? Oh. Zeit zum Sterben. Wo schießt der jetzt bitte? Hat doch gerade wieder noch einer geschossen. Okay. Supermutanten schlechter, Supermutanten dies, was gibt's denn sonst noch alles? Ist ja auch schön, dass die... wenigstens kommen die da nicht raus und verhauen uns. So, versuchen wir die noch irgendwie aufbereitetes Wasser ein bisschen. Hier ein bisschen Lego an einem Stiel. Aber eine bessere Waffe haben wir auch nicht als das Scharfschützengewehr. Irgendwie ein Raketenwerfer oder so.
Jetzt versteckt er sich hinter dem anderen. So, nur noch einer. Wir kriegen ihn schon noch tot. Uhuhu, 56 Erfahrung, aua. Toll, gibt's jetzt wieder. Kommt aber nicht näher, oder? Ich sehe ihn auch überhaupt nicht. Okay, der hat sich auch somit erledigt. Es wird immer noch Gefahr angezeigt, also sind wir noch nicht sicher. Aber ob wir wirklich sicher sind, sehen wir erst in der morgigen Folge. Ich hoffe, es hat euch heute gefallen. Wenn ja, lasst mir ein Däumchen da, denn wir sind leider schon wieder am Ende der heutigen Episode, auch wenn es jetzt ein bisschen abrupt ist, aber ich habe leider auch keine Zeit mehr. Aber die Folge müsste auch voll sein, zeittechnisch. Okay, ich wünsche alles Gute, danke, dass ihr dabei gewesen seid und seid mir nicht böse für den Cliffhanger. Haut rein, ciao.